Erfurt. Die beschauliche und im Erfurter Becken gelegene Landeshauptstadt durfte am Wochenende vom 20. bis zum 22. Mai 2016 Schauplatz des Bundesparteitages der Partei Die Partei sein. Als Austragungsort suchte sich die Partei um Martin Sonneborn die alte Parteischule aus. So wird in manchen stillen Kämmerlein getuschelt, dass sich damit der in den Geschichtsbüchern als Erfurter Parteitag bekannte Parteitag zum 125. Mal jährte. Nachgefragt bei den Parteikadern, warum man sich Erfurt ausgesucht hat. Warum nicht Erfurt ausgerechnet? Weiß ich auch nicht. Dabei gäbe es doch gute Gründe. Ja, das ist im Prinzip eine Zonennothilfe, die wir hier ja seit Jahren installiert haben. Wir sind schon in die ruinierten Regionen um Cottbus gegangen vor 2 Jahren. Und dann dachten wir, okay, Erfurt hat es auch verdient. Hier gibt es die alte Parteischule, die zum Glück noch unseren Namen trägt von früher. Und man muss sagen, hier hat sich auch in den letzten 40 Jahren nichts verändert. Es riecht immer noch nach diesem FDJ-Mief überall. Und ja, das wollten wir einfach nochmal erleben. Nun, einerseits haben wir natürlich vor 2 Jahren schon einen Bundesparteitag in der Zone in Cottbus abgehalten. Andererseits verfügt Erfurt über genug Schwachköpfe, die das hier organisieren können. Drittens ist Erfurt sehr, sehr schön. Und viertens haben wir für Opponenten, für die Opposition, die hier dem allseits beliebten Bundesvorstand entgegentreten möchte, mit der kleinen Institution in der Andreasstraße schon einen Ort, wie man mit der Opposition umgehen kann oder wo man sie dann abliefern kann. Die Laster stehen vor der Tür schon bereit. Nun, der Osten ist verzweifelt, ist ruiniert, hat als einzigen Standortfaktor irgendwie die AfD, die hier noch Geld rauspumpt aus anderen Bundesländern. Wir haben hier sehr niedrige Mieten, wir haben hier vergleichsweise gutes Essen und wir wollen jetzt eigentlich jeden Parteitag in der Zone stattfinden lassen. Zur Feier des Tages ließ es sich die Partei nicht nehmen, eine Demonstration durch die Erfurter Innenstadt zu veranstalten. Vom Hauptbahnhof zog sie über den Anger bis zum Juri-Gagarin-Ring, wo am ehemaligen Platz des Juri-Gagarin-Denkmals zu Ehren des selbstbestimmten Kröfatz, dem größten Vorsitzenden aller Zeiten, das neu gebaute Martin-Sonneborn-Denkmal enthüllt wurde. So sieht es dann aus, wenn eine Protestpartei einen Protest veranstaltet. Ich glaube, dass wir als Protestwahlmöglichkeit gesehen werden in diesem Land. Die intelligenten Protestwähler wählen die Partei. Die ohne Abitur wählen AfD. Und ich hoffe, dass wir unsere Ergebnisse noch steigern können. Nach der Demonstration fanden sich die rund 500 angereisten Parteimitglieder wieder in der alten Parteischule ein. Unter den Delegierten waren nicht nur Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet, sondern auch Vertreter des im Oktober 2014 gegründeten Bundesverbandes Österreich. Über diesen verkündete Leo Fischer auf dem Bundesparteitag, dass man sich in Zukunft als Deutschland Österreich anschließen möchte. Doch warum eigentlich? Also die Partei Österreich wurde als Absplitterung des Bundesverbands der Partei gegründet, hat einen recht schwierigen Stand, weil Österreich natürlich reichlich populistische Parteien hat. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 rechtspopulistische Parteien. Im Grunde stammt dort her auch die Idee für die Partei. Also es wurde ja, als sich die FPÖ in Mitte der 90er gegründet hat, gesagt, so etwas wäre in Deutschland nicht möglich. Die Tatsache, dass es jetzt die Partei gibt, ist der Beweis des Gegenteils. Und auf eine gewisse Weise ist der Populismus zurück in sein Heimatland gekommen. Die Partei Österreich hat vor, den Wiederanschluss, der laut Verfassung Österreichs, glaube ich, sogar verboten ist, herbeizuführen, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Wir wollen uns anschließen an Österreich. Wir wollen wieder Teil der K&K-Monarchie werden. Weitere gute Initiativen der Partei Österreich sind unter anderem ein freiwilliges schwules Jahr für Jugendliche, der dann auch vom Bund bezuschusst wird, denn wir wissen alle, dass Homosexuelle einen aufwendigeren Lebensstil haben als die Normalbevölkerung. Das, glaube ich, kommt dann auch insgesamt der Wirtschaftskraft des Standorts zugute. Inhaltlich wird dieser Bundesparteitag wohl für längere Zeit einzigartig in der Parteigeschichte bleiben. Immerhin. Eine Sache passierte, mit der die Partei, die nach Eigenaussagen basisdemokratisch, aber mit ganz klarem Führungsprinzip sei, nicht rechnete. Es gab erstmal Gegenkandidaten zum amtierenden Bundesvorstand. Am Ende kam es jedoch zu erleichterndem Aufatmen. Alle Gegenkandidaten verloren haushoch die Wahl. Alles bleibt beim Alten. Wir haben den alten sowie neuen Bundesvorsitzenden gefragt, ob er denn mit dem Ergebnis zufrieden sei.
86% ist ein gutes Ergebnis. Wir streben das in der nächsten Bundestagswahl an und es hätte besser ausfallen können, aber ich habe meine Stimmkarten verloren, konnte selber nicht wählen, hätte wahrscheinlich einen der anderen Blöcke, es standen 5 zur Auswahl, gewählt. Bei 5 Blöcken 86%, wenn ich das hochrechne, sind das praktisch 100%. Ein gutes Ergebnis, das nicht mal die DDR in ihren letzten Tagen durchgehend sicherstellen konnte. Martina Werner, ebenfalls nach wie vor Mitglied des Bundesvorstandes, gab sich ähnlich zufrieden, hat aber noch Zukunftspläne. Ich möchte mehr Frauen im Vorstand und das würde ich gerne dadurch erreichen, dass wir Geschlechtsumwandlungen an verschiedenen männlichen Teilen des Vorstandes durchführen. Ich habe da schon meine Kandidaten, würde da aber gerne noch mich ein bisschen bedeckt halten im Moment. Doch auch wenn der Bundesvorstand unverändert bleibt, gibt es seit diesem Bundesparteitag noch einen weiteren Berater für den Vorstand. Ich bin ja mittlerweile jetzt auch, dann habe ich gehört, war selbst nicht dabei, bin jetzt auch vom Team Sonneborn sozusagen abgeworben worden aus dem Landesverband Thüringen und bin jetzt für irgendwas zuständig. Ich muss noch mal fragen, für was. Martin Sonneborn sitzt seit der Europawahl 2014 im Europäischen Parlament. Gemäß seines Wahlspruchs Ja zu Europa, Nein zu Europa stimmt er seitdem bei allen Abstimmungen abwechselnd mit Ja und Nein ab. Aber auch sonst steht Sonneborn für klare Aussagen gegenüber seinen Wählern. Ich arbeite im Europaparlament an einem Kerneuropa mit 27 Satellitenstaaten. Dazu gehört, dass wir jetzt erstmal 26, ich korrigiere mich, am 23. Juni die Briten rausschmeißen. Ich korrigiere mich weiter, möglicherweise auch nur 25 Staaten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den Österreichern auch noch die Tür öffnen. Vielleicht auch nur 18. Ich glaube, ich plädiere ab demnächst für ein Europa in den Grenzen von 2003. Kennen Sie die Grenzen Europas aus dem Jahr 2003? Nein, vielleicht wollen Sie das näher erläutern? Nein. Der Einzug ins Europaparlament brachte der Partei neben gesteigerter Aufmerksamkeit und vielen neuen Mitgliedern auch noch viel Geld aus der Wahlkampffinanzierung. Bleibt die Frage, was mit dem Geld gemacht werden soll. Bundesvorstand Martina Werner dazu. Naja, also in Brüssel ist das Bier teuer. Da kann man beim Biertrinken schnell mal 100, 200 Euro los sein. Und wir fahren regelmäßig nach Brüssel. Also ich glaube, wir werden das schon vertrinken können. Die Partei steht als Abkürzung für die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Gegründet wurde die Partei 2004 von Redakteuren des Satiremagazins Titanic rund um den damals amtierenden Chefredakteur Martin Sonneborn. Bis heute ist das Magazin eng mit der Partei verknüpft. So sitzen im Bundesvorstand eben jener Sonneborn, Leo Fischer, ebenfalls ehemaliger Chefredakteur des Heftes, sowie die beiden Titanic-Grafiker Tom Hintner und Martina Werner. Mit diesem Personal zieht die Partei schon seit 12 Jahren ihren Siegeszug gegen Phrasen etablierter Parteien an. Bei der Partei, die Partei, gibt es nur klare Aussagen. Darum hier für Sie noch je 3 Gründe, die Partei zu wählen. A, B und C. Ein guter Grund für die Partei, es gibt schlicht keine Alternative. Ich möchte sagen, mit dem Ruin der SPD sind wir die letzte verbliebene sozialdemokratische Kraft, die letzte verbliebene Volkspartei. Wir sprechen wirklich alle Milieus an, egal wie beschädigt, egal wie ruiniert. Das ist ein guter Grund. Der zweite gute Grund ist das Personal. Also wir haben universell gebildete, kultivierte Menschen, die in ganzen Sätzen und Nebensätzen sprechen können. Das können, glaube ich, neben uns keine anderen Parteien von sich behaupten. Drittens, wir sind einfach geil. Weil man nicht die AfD wählen sollte, weil man den absolut wahnsinnigsten Bundesparteitag erleben kann, den man überhaupt erleben kann. Und dritte Gründe wüsste ich gar nicht. Da fällt mir nichts mehr ein. Nun, als Parteiwähler erhält man sofort 3 gute Gründe direkt nach Machtergreifung. Das eine wäre mehr Geld, mehr Bier und mehr Sex. Das haben wir jedem versprochen. Ich habe davon schon Gebrauch gemacht, Kollege Keno natürlich auch. Alle, die hier sind, sind nur aus diesem Grund hier. Und das kann ich nur jedem raten, auch gleich zu tun. Es gibt nur gute Gründe, die Partei zu wählen. Wenn Sie jetzt auch noch nach genauen Gründen fragen, die Partei zu wählen, dann muss ich Ihnen leider sagen, wählen Sie wen anders. Wir brauchen Sie nicht, wir haben genug Wähler. CDU, SPD, FDP. Vielen Dank. Wir gehen zurück in die Funkhäuser. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.